Der Sommer kommt mit brandneuen sommerlichen Cosmetics, Bundles und Skins, die ihr euch alle in den nächsten paar Tagen holen könnt. Das Sommer-Event ist zwar nicht da, aber auch im Itemshop hat sich erstmal was getan. Und zwar haben wir einen brandneuen Hintergrund namens Ocean bekommen. Es ist animiert, sieht nach einem Meer aus, nach einem Ozean, passend zum Sommer. Ihr könnt mich gerne im Laufe des Sommers mit meinem Creator-Code LightSky10 unterstützen. Also wenn ihr in Fortnite seid, einfach den eintragen, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. So, kommen wir zu dem ersten Sommerbundle in diesem Update mit 3 Skins, 3 Rückenaccessoires und dann gibt es nochmal einen extra Bundle mit den passenden Spitzhacken. In diesem Bundle haben wir einmal Riff Raz, also den Season 6 Chapter 2 Skin in einem neuen sommerlichen Look. Und diesen Skin kann man sehr, sehr, sehr krass anpassen. Den Hoodie, seinen Pulli abmachen, da Risse hinzufügen oder wie auch immer. Da gibt es ein Gameplay dazu, das blende ich euch mal ein. Der Skin ist auch so sehr krass. Custom Design, das könnt ihr selber entscheiden, je nachdem wie euer Geschmack ist. Dann gibt es noch in diesem Bundle die Undercover Core. Der Core Skin ist ja in Kapitel 2 Season 8 gekommen und das ist jetzt wieder mal so ein sommerlicher Look von ihr mit längeren Haaren und einem anderen Outfit. Und dann gibt es nochmal den unfluffigen Fluff, also Fluff in einer sommerlichen Variante ohne sein Fell. Bisschen freizügiger als sonst. Die Rückenaccessoires sind einmal der Kettenumhang und ein Strandsucher-Rucksack. Oder Strandsucher-Sack heißt das. Das Spitzhacken-Bundle wird auch einzeln verkauft, also es wird in einem eigenen Bundle sein. Und dieses Bundle wird auch tatsächlich V-Bucks kosten, statt ein Echtgeldangebot sein. Ach, tut mir leid, der Kettenumhang ist für einen anderen Skin. Das Rückenaccessoire von Raz in dieser neuen Variante ist Würfeldorn. Die Spitzhacken werden einmal Kors Klingen sein, danach der fürstliche Sonnenuntergang von Fluffiger Fluff. Und dann gibt es nochmal eine Spitzhacke von Raz und zwar Würfelschneide. So, das war's mit diesem Bundle. Kommen wir zum nächsten Bundle. Und zwar wird es ein Echtgeldangebot sein. Es wird 11,99 € kosten und vom 26. Juni bis zum 6. September verfügbar sein im Itemshop. 12 € insgesamt. In diesem Bundle haben wir einmal einen Skin, 2 unterschiedliche Spitzhacken und ein Rückenaccessoire. Lohnt sich auch in meinen Augen, da man auch hier Aufträge hat, die man abschließen kann, um 1500 V-Bucks zurückzuerhalten. Dieser Skin hat auch unterschiedliche Varianten, die man anpassen kann. Und in meinen Augen auch eines der besten Sommerskins, die wir mit diesem Update bekommen haben. Und im Hintergrund seht ihr wie immer das passende Gameplay zu diesen Cosmetics. Weiter geht's mit Bärenbälle. Dieser Skin kommt auch in den Itemshop, gehört zum Sommer und ist ein Konzept. Sie wird auch ein Rückenaccessoire haben und namens Brombeere, wobei das eine Brombeere ist, also so heißt es in den Dateien. Sie hat noch eine Spitzhacke mit einer besonderen Animation, also so ähnlich wie Ghost Riders Spitzhacke damals zu Season 4 von Chapter 2. Aber der Skin ist auch sehr cartoonartig, so wie die meisten Anime-Cosmetics halt. Weiter geht's mit dem nächsten Konzept und zwar Cid. Sie hat 2 unterschiedliche Varianten, wo man die die Kapuze abmachen kann und der vorherige Skin hat auch 2 unterschiedliche Varianten. Und dieser Skin hatten wir, diesen Skin haben wir auch zum Beispiel in einem Ladebildschirm gesehen und vor 7 Monaten kam auch zum ersten Mal das Konzept raus. Es wird in den Itemshop kommen, freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir immer mehr Konzepte bekommen. Dieser Skin hat noch ein eigenes Rückenaccessoire, auch mit scheinbar unterschiedlichen Stilen und eine eigene Spitzhacke. Hat sehr viele Ähnlichkeiten mit der Kuschelbeauftragten und hat dasselbe Gesicht wie ein brandneuer, wie der brandneue Stil von Raxi bzw. von Bershi. Apropos neuer Stil, ich blende euch mal alle neuen Varianten in diesem Update ein. Einmal hat Kari Set eine brandneue bunte Version bekommen, weil es bald in den Itemshop kommen wird. Und Bershi hat auch nochmal einen Stil bekommen, wo man den Helm oder die Maske, ich sag jetzt nicht Helm, aber die Maske abnehmen kann. Und auch die Jacke abnehmen kann in diesem neuen Stil. Aber auch eine neue Variante hat eine neue Spitzhacke bekommen, denn das wird ein neues Crew-exklusives Legacy-Set sein. Sowas hatten wir in der Vergangenheit ja öfter und diese Spitzhacke hat wirklich auch viele anpassbare Möglichkeiten. Man kann die Form, die Farbe und so weiter verändern und man kann all diese Stile freischalten, wenn man insgesamt 5 Monate ein aktives Abo in der Fortnite-Crew-Mitgliedschaft hat. Also so wie das Crew-Legacy-Set hat auch ein Update bekommen und zwar gibt es kein Zeitlimit mehr, um alle Stufen freizuschalten. Also könnt ihr die Stufen in eurem eigenen Tempo bekommen. So, kommen wir zum vorletzten Skin in diesem Update. Das ist eine neue Rettungsschwimmerin namens Madly.
Die hat verschiedene Varianten, insgesamt glaube ich vier, wo man das Outfit, die Looks, die reaktive Funktion und so weiter anpassen kann. Also sehr viele verschiedene Möglichkeiten mit den Cosmetics hier. Dann gibt es noch natürlich ein passendes Rückenaccessoire von ihr, sich Aquaflügel. Und es gibt natürlich noch eine passende Spitzsacke namens Prügelpaddel. Also es ist einfach so eine Paddel. So, das war's mit den Cosmetics, also mit den Skins. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Kleinigkeiten. Erstens haben wir ein neues, Crew-exklusives Rückenaccessoire. Also dieses Rückenaccessoire ist einfach ein Eis, Slash Eis, wie auch immer ihr das in eurer Region nennt. Dazu haben wir unterschiedliche Versionen von bekannten Fortnite-Charakteren. Aber eine Version wird auf jeden Fall Crew-exklusiv sein mit einer neuen Reihe von Aufträgen. Diese Aufträge kommen sehr, sehr, sehr bald online, sobald das Sommer-Event begonnen hat. Aber wann, wissen wir genau nicht. Dann geht's weiter mit einer neuen Spitzsacke. Das wird eine kostenlose Sommerbelohnung sein, auch das vorherige Backbling. Und bei dieser Spitzsacke ist besonders, je länger man mit dieser Spitzsacke haut, desto mehr wird es einen anderen Look geben oder desto mehr Charaktere kommen aus der Spitzsacke raus. Es gibt einmal einen goldenen Hasen, einen weißen Drift-ähnlichen Look, sowie zum Beispiel eine Obst-Spitzsacke in der Vergangenheit. Ich glaube, das war sogar von Loserfruit. Die nächste Sommerbelohnung wird ein neues Contrail sein mit ein paar mehrähnlichen Thema. Ein neues Emote ist auf jeden Fall auch am Start mit der Musik von einem neuen Musikpaket, die sehr, sehr, sehr nervig ist. Aber ich blende euch trotzdem mal dieses Emote ein. Danach haben wir eine Menge Waffenlackierungen erhalten. Eine davon wird eine kostenlose Belohnung sein namens Schweißfrei, also No Sweat. Dann hat ein Skin namens Zafir Hagiri eine eigene Lackierung bekommen. Danach gibt es wilde Brandung, einmal zu Surfwatch, also zu dieser neuen Rettungsschwimmerin. Dann haben wir Bär Süß zu diesem Konzept, was ich euch, nicht zu diesem Konzept, zu dieser Cartoon-artigen Frau. Die letzte Lackierung nennt sich Herzwelle. Das ist halt passend zu diesem neuen Konzept namens Sid. Drei Musikpakete wurden auch hinzugefügt, einmal von Lil Whip namens also sehr, sehr, sehr nervig die Musik, kein Wunder, dass Lil Whip auf jeden Fall nicht erfolgreich ist, was das angeht. Ein neues Musikpaket namens No Sweat im Ohr wird auch eine weitere kostenlose Belohnung im Sommer-Event sein, keine Ahnung wann das beginnt. Ein neues Musikpaket für FNCS in dieser Season wurde hinzugefügt, ein neues Rückenaccessoire wurde für FNCS hinzugefügt, eine neue Spitzsacke wurde für FNCS hinzugefügt und dieses Bundle wird am 16. August in den Itemshop kommen. Also kurz oder nach den Finals. Zwei Emotes sind auch noch am Start. Das ist einmal ein Stups-Emote, sehr romantisch, wo man auf die Nase stupst. Und es gibt nochmal ein Emote mit einem Schild. Ähnlich wie dieses eine epischer Sieg-Schild-Emote, was man in Season 9 von Chapter 1 bekommen hat im Battle Pass. Die letzten Sachen sind eine Menge Ladebildschirme, die anscheinend kostenlos verfügbar sein werden. Wir haben einmal von Banana, also von Charlie. Dann haben wir ein Ladebildschirm von Freche Wurst, wie er runterrutscht. Und dann nochmal ein Ladebildschirm von Kuschelbeauftragter. Also die haben sehr, sehr, sehr ähnliche Designs. Dörrburger hat auch ein eigenes Ladebildschirm bekommen. Dann gibt es nochmal ein Ladebildschirm von Muskelkater auf einem kleinen UFO. Und einen Ladebildschirm zu No Sweat Summer. Also das ganze Event wird hier in diesem Ladebildschirm quasi zusammengefasst mit den neuen Skins. Und ein Skin ist ein neuer NPC, aber noch nicht als Skin verfügbar. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, genauso wie Jagdmeister Saber. Dann nochmal ein Ladebildschirm von Taco namens Taco Trick auf einem Skateboard. Also sehr viele Hinweise, zum Beispiel auch von Charlie, dass wir die Skaten-Funktion oder irgendwelche Skateboard-Fahrzeuge bekommen könnten. Und das letzte Item hier ist ein kostenloser Regenschirm, den man auch durch die Aufträge im No Sweat Sommer bekommen wird. Und wie üblich gibt es eine Menge Shop-Assets in Version 21.3.0, also Items, die aktualisiert wurden oder vorbereitet wurden, in den Itemshop zu kommen. Also könnt ihr die sehr, sehr, sehr bald erwarten. Und es gibt eine Menge Bundles, die auch verfügbar sein werden, wo ihr auch zum Beispiel ein neues Spin-Paket, das Fall Guys Set nochmal seht oder auch Lil Whip mit seinem neuen Musikpaket in einem eigenen Bundle. Das war's mit den Cosmetics, Freunde. Es ist wieder mal sehr, sehr warm in diesem Sommer. Lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Zum Schluss gibt es nochmal zwei Sachen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Einmal zu der Tilted Towers Abstimmung. Die beginnt morgen am 21. Juli um 15 Uhr und es wird zu unterschiedlichen Gebäuden in Tilted Towers, also bei den Baustellen oder überall auf der Insel verteilt, Reklametafeln geben.
wo ihr dann eure Goldbarren spenden könnt oder ausgeben könnt, um für ein bestimmtes Gebäude zu wählen, was euch dann am meisten gefällt. Und die Finalisten wurden angekündigt und es wird zu jeder einzelnen Kategorie einen bestimmten Zeitraum geben. Einmal haben wir die Restaurants, so sieht eins zum Beispiel davon aus. Ihr könnt auch diese Gebäude im Kreativmodus anschauen, da die Codes im neuen Blogpost zu sehen sind. Diesen Blogpost findet ihr in der Videobeschreibung unter anderem. Das zweite Restaurant ist von Pizza Pit, sehr modern, mit einer schönen weißen Farbe. Und dann gibt es nochmal ein weiteres Pizza Pit Restaurant, das ein bisschen mehr zu der Umgebung von Tilted Towers passt. Die zweite Kategorie sind die Apartments. Einmal haben wir ein schönes weißes Gebäude, sieht sehr modern aus, gefällt mir auch tatsächlich. Das zweite Gebäude ist, glaube ich, auch mein Highlight, erinnert mich sehr an Lazy Lake, ist auch sehr schön gemacht. Und das dritte Gebäude ist sehr ähnlich zum ersten. Die letzte Kategorie ist dann Laden, also die Läden, die Finalisten hier gemacht haben. Das erste Gebäude sieht folgendermaßen aus, das wird dann oben rechts wahrscheinlich sein, so wie es aussieht. Wir haben einmal einen Laden von McGuffins, auch mit der Farbe oder passend zur Umgebung von Tilted Towers. Und eine weitere Version von McGuffins. Die Gewinner werden nach Ende des gesamten Abstimmungszeitraums verkündet und die ausgewählten Gebäude werden nicht sofort in Tilted Towers auftauchen, sondern erst mit einem Patch zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Restaurants könnt ihr ab dem 21. Juli um 15 Uhr bis zum 27. Juli um 15 Uhr abstimmen, für die Apartments ab dem 27. Juli um 21 Uhr bis zum 3. August um 7 Uhr morgens, für die Läden könnt ihr ab dem 3. August 7 Uhr morgens bis zum 9. August um 15 Uhr abstimmen. Das sind alle Infos, die wir jetzt haben. Und die letzte Sache ist ein Teaser von Fortnite, der jetzt veröffentlicht wurde, wo die sagen Chill Out und dann präsentieren die eine Menge Backblinks und die Sommerskins, die ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Also dauert es nicht mehr lange, bis der No Sweat Sommer startet. Und morgen oder in den nächsten Tagen gibt es dann, je nachdem wann das Sommer-Event beginnt, ein Secrets und Leaks Video, was jetzt als nächstes in Fortnite passiert. Unter anderem Leaks zu der Dragon Ball Kollaboration, da könnt ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen sonnigen Tag.